Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Christine von Pixo und hier auf diesem Kanal bekommst du alles rund um das Thema Nähen, meine Schnittmuster und das Plotten. Ostern steht vor der Tür und aus diesem Grund möchte ich mit dir heute eine schlichte Osterkarte plotten. Wie das Ganze funktioniert, das zeige ich dir Schritt für Schritt in diesem Video. Alle Materialien, die ich hier verwende, findest du unten in der Infobox. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Mitplotten. Um jetzt eine ganz schlichte Osterkarte selber plotten zu können, zweckentfremde ich mein Plotter-Dateiset Ostern ein kleines bisschen. Die Datei mit dem Hasen möchte ich jetzt nicht als Fensterbild, so wie sie ursprünglich gedacht ist, plotten, sondern eben als Karte, die ich zu Ostern verschicken kann. Dafür lade ich hier einmal die DXF-Datei in das Programm Silhouette Studio ein. Und wie du siehst, habe ich hier oben einmal so einen kleinen Punkt drin. Der ist eigentlich für das Aufhängen gedacht, aber den brauchen wir jetzt nicht. Deswegen löschen wir den Punkt heraus. Um eine Karte zu plotten, brauchen wir im ersten Schritt ein Rechteck. Und so normale Grußkarten haben immer ungefähr eine Größe von 110 oder 105 mal 148 mm. Entsprechend müssen wir jetzt unsere Karte vergrößern. Die Breite, also Weite, soll doppelt so viel sein. Das sind 210 und die Höhe bleibt bestehen mit 148 mm. Damit die Karte später gut gefaltet werden kann, setze ich mir in die Mitte ganz gerne eine perforierte Linie. Dafür nehme ich das Linienwerkzeug und ziehe mit gerückter Shift-Taste eine gerade Linie nach unten. Wie du siehst, wenn ich Shift drücke, kann ich auch so ein bisschen mit dem Mauszeiger nach rechts und links weg rutschen. Die Linie bleibt trotzdem gerade. Es sei denn, du kommst so nahe Richtung 45 Grad Winkel, dann ist sie eben in einem 45 Grad Winkel. Ich setze hier jetzt also die Linie hin und ändere auch hier nochmal die Höhe auf 148 mm, damit die Linie entsprechend der Höhe meiner Karte entspricht. Und das Ganze zentriere ich auch noch einmal. Die Linie hier in der Mitte soll ja nicht geschnitten, sondern nur perforiert werden. Deswegen wähle ich hier über den Linienstil die Perforation aus und habe jetzt hier meinen fertigen Kartenrohling. Der Hase muss jetzt nur noch in der Größe skaliert werden, damit er hier vorne raufpasst. Und da ist das Ganze so ein bisschen dir überlassen, wie groß du den Hasen haben möchtest. Kannst du ihn dir an den Ecken am besten größer ziehen, damit du die Form eben nicht verzerrst. Wenn du hier unten in der Mitte größer und kleiner ziehen würdest, dann verzerrst du eben den Hasen. Meine Elemente, die jetzt für die Karte geplottet werden sollen, sind alle fertig. Die Karte wird später noch ein Inlet bekommen, das hier hinten der Hintergrund mit einem weißen Inlet verdeckt ist und ich eben innen rein etwas Schönes schreiben kann. Das Inlet plotten wir aber später. Nun kann ich erstmal meine äußere Karte zum Schneiden an den Plotter übergeben. Und ich habe hier schon voreingespeichert einen Karton mit 165 Gramm, den ich benutze. Den schneide ich mit einer Messertiefe von 7 und einem Anpressdruck von 20, einer Geschwindigkeit von 5. Die Geschwindigkeit kommt immer so ein bisschen drauf an, wie viele Gramm das Ganze geschnitten wird. Und anschließend kann ich das an meinen Plotter übergeben. Wenn jetzt nun die Karte fertig geplottet ist, geht es damit weiter, das überschüssige Papier von der Schneidematte abzuziehen. Und gerade bei Karton rate ich dir immer dazu, nicht das Kartonstück von der Schneidematte abzulösen, sondern die Schneidematte vom Karton, damit eben der Karton nicht so gewellt wird und die Karte nachher schön gerade bleibt. Anschließend kann der Rest hier ausgelöst werden und die Karte kann gefaltet werden. Das Innere kannst du natürlich trotzdem weiterhin als Fensterbild nutzen, wenn du möchtest, oder anderweitig verwenden, statt es wegzuschmeißen.
Karte ist nun schon fast fertig. Das Einzige, was wir jetzt brauchen, ist hier drin noch ein Inlet. Und dieses schneide ich jetzt aus einem 100 Gramm Papier, ebenfalls mit dem Plotter. Dafür reduziere ich die Größe der äußeren Karte etwas, um anschließend eben das Inlet passgenau hier reinzusetzen. Um jetzt auch das Inlet plotten zu können, lösche ich hier meinen Hasen und die Perforationslinie raus und habe nur noch meinen äußeren Rahmen. Diesen verkleinere ich ein kleines wenig und plotte ihn dann entsprechend aus einem 100 Gramm Papier aus. Dafür setze ich hier das kleine Schloss rein und setze die Weite auf 205. Dann ist er ein kleines bisschen kleiner, guckt nicht aus der Karte heraus und die Höhe ändert sich entsprechend auch mit. Anschließend gehe ich hier auf Senden und plotte ihn eben aus einem 100 Gramm Papier aus, das ich mir hier auch schon gespeichert habe, und kann dann das Inlet in die Karte legen. Auch das Inlet ist jetzt fertig ausgeschnitten und das falte ich hier in der Hälfte und kann es dann hier in meine Karte hineinlegen und auf dem Inlet meine Osterbotschaft versenden. Wenn du möchtest, kannst du, und je nachdem wie filigran das Motiv ist, das du benutzt hast, um eben deine Karte zu plotten, kannst du das Motiv auch noch mit einem doppelseitigen Klebeband oder eben mit einem Klebestift so ein kleines bisschen festkleben. Ich würde mal dazu abraten, das Ganze großflächig zu machen, weil Papier leider Gottes dazu neigt, ein bisschen sich zu wellen. Aus diesem Grund wähle ich hier nur ein paar kleine gezielte Klebepunkte, um eben mein Inlet entsprechend schon mal auf der einen Seite festzukleben. Und kann das Ganze dann hier außen entsprechend wiederholen. Und dann ist die Karte endgültig fertig und du kannst hier drin deine Osterbotschaft notieren und sie verschenken. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen und du konntest nebenbei schon eine Osterkarte plotten. Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn du mir einen Daumen hoch gibst, hier unten meinen Kanal abonnierst und wenn du zusätzlich die kleine Glocke läutest, dann verpasst du auch kein weiteres Video, das ich hier auf diesem YouTube-Kanal hochlade. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und viel Spaß beim Gestalten deiner Osterkarten. Tschüss!